Sieben kleine Döde gegen Moa. Mögt ihr es eher, zu dominieren oder dominiert zu werden? Jungs, das würdet ihr sagen. Und ganz kurz, warum war dieser Smiley so totarsch ausgeschnitten? Guckt euch das an, das regt mich übertrieben auf. Was machst du denn gerade? Sachen im Internet. On einer Dirty-Plattform? Das ist Noah. Er ist Streamer und... Aber guck mal, also gut. ...zerstört gerne Sachen mit dem Baseballschläger. Und er datet heute sieben Girls gleichzeitig. Hinter dem weißen Vorhang stehen sieben Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit, jede Runde... meine Persönlichkeit ist Arsch genauso wie mein Outfit. Also bei mir wäre es eine völlige Katastrophe. Ich würde jetzt erst rausfliegen und sobald ich mich sehe, würde ich auch die Augen zu machen sagen, bitte geh, bitte. Und da hätte ich auch... Jetzt geh wieder weg, nimm mal an Deo, schon mal gehört. Das so wäre das mein Experience. Kriegt einer raus und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Ich bin's Noah, komme aus Dortmund, 23 Jahre jung und suche die Liebe meines Lebens. Ich suche auch jemanden, der mich in den Arm nimmt. 3, 2, 1. Was ist dein erster Eindruck? Ich finde... Cool. Cool. Arsch. Cool. So, 3 sag ich. Schuhe oder allgemein Füße können viel aussagen. Kandidatin 7 hat... Jungs, Füße können viel aussagen. Meint ihr, er könnte sich Kontakt mit Maddox suchen? Also so vom, Hat irgendwie so ein Metallding, siehst du das? Ich kann's mir schon denken, es könnte ein Baseballschläger sein. Warum? Vielleicht, weil ich ab und an meinen Schreibtisch damit massiere. Echt? Ja. Ah, im Stream? Ja. Hin und wieder. Meint ihr, setze ich da vor mir keine Daten, die kommen auseinander? Darf ich dich umarmen? Du zahlst 10 Euro, das klingt sinnvoll. Gelegentlich. Welche Paar Schuhe findest du auf Anhieb am coolsten? Jungs, ganz ehrlich, ich sag 6. Ich sag 6, oder? 6 hat das mit der Hose, kommt das hart. Ich sag dabei, mal so, eigentlich wäre ich bei 5, aber da ist mir die zu geknittert. So wie es ist, ich achte jetzt schon gefühlt auf die Fußgröße, weil ich bin 2 Meter und ich finde es eigentlich ganz... Wollen wir nochmal ganz kurz auf seinen Mund gucken? Ich achte jetzt schon gefühlt auf die Fußgröße, weil... Ich achte jetzt schon auf die Fußgröße. Meint ihr, man achtet da drauf, weil er groß ist oder wegen was anderen? Also vom Ding könnte da was im Busch sein. Maris kann ihr Füßen erkennen, welche Blutgruppe die Person hat. Ah, da schicke ich Maris einen Screenshot, Jawohl! Ich bin 2 Meter und ich finde es eigentlich ganz attraktiv, wenn sie mir auf Augenhöhe ist. Also jetzt nicht wirklich 2 Meter, aber halt klassisch so 1,70 plus. Ja. Aber ich würde sagen, 3 und 4 sind die kleineren und 1. Mhm. Und die hintere Reihe der eher größer. Ja, also, stimmt. Hoffe, dass ich da richtig liege. Wenn du jetzt eine Freundin hättest, welche... Soweit kann ich denken, ist mein Vorstellungsvermögen reicht nicht so weit. Ein paar Schuhe würdest du ihr schenken? Meint ihr, ich wirke ein bisschen desperate vom Ding her? Das wären dann... Okay, wirklich von den Schuhen. Ich meine, erkennt die leider nicht so gut. Also die erkennt man jetzt nicht so doll, die sind nicht so doll, die sind nicht so doll. Einer von den beiden. Tatsächlich Nummer 3. Ja, Mörs hat geantwortet mit Totenkopf. Sind? Ja, irgendwie. Kindheitserinnerung? Ja. Ah, okay. Hast du eine Frage? Ja. Hau und raus. Zwar... Das ist der Typ Noah Z in Klammern. Rezo? Digga, dieser verranzte Scheißmucke. Was zur Hölle ist das überhaupt für eine Sprache? Jetzt ist... Ende. So ein Ding ist das, verstehe ich. Nein, das sind die Lochis, das war ein Lochis. Oh. Raucht ihr? Wenn ja, was? Rauchen nicht? Cool. Aber ich sag, wie es ist, wenn jemand THC-Kiff-Cannabis konsumiert, wesentlich cooler, als wenn er raucht. Also Nummer 1, rauchst du und wenn ja, was? Nein, ich rauche. Digga, warum muss ich fragen, nochmal wieder, ob sie die nicht gehört haben? Nicht. Kandidatin 2. Ich bin Gelegenheitsraucherin und ich rauche Zigaretten und manchmal auch andere Dinge. Zu welchen Anlässen? Einfach um zu entspannen, tatsächlich. Ah, okay. Also ich bin nicht täglicher Raucher. Kandidatin 3. Ich rauche Zigaretten. Kandidatin 3. Nein, Bro, das kam richtig gut. Ich rauche Zigaretten. Alter, ich bin 3. Ich rauche Zigaretten, Bro. Die hatte schon auf der Zunge, als die Frage noch nicht gestellt wurde. Ich rauche Zigaretten. Egal, was sie gefragt hat, das wäre ja erst am Ende. 4. Ja, also manchmal so halt bei Gelegenheiten, so bei Partys oder so, ein paar Zigaretten. Digga, Partyraucher verstehe ich nicht. Aber eigentlich auch nicht viel. Ja, und manchmal Gras, aber sehr selten. Kandidatin 5. Also Zigaretten gar nicht und seit 200 Tagen circa auch kein Gras mehr. Seit 200 Tagen? Ja, also ich glaube genau 40. Genau den Tag gezählt. Nee, aber ich habe so ein... Digga, mich redet das auch, dass ihre Hose so krass zu lang ist. So ein bisschen zu lang, fein. Aber die ist ja so wesentlich zu lang. Matti ist Kettenraucher, aber nur auf Cam. Und an der App. Hast du so ein bisschen übertrieben, oder wie? Nee, das jetzt auch nicht, aber
Ich wollte einfach mal gucken, wie lange so ohne Toleranzpause und so. Ja, cool. Bro, hört mir auf, Discord zu schreiben! Wehe, das war jetzt ein Video. Wenn das jetzt ein Video war, dann werde ich irgendein wirklich furchtbares Massaker begehen. Ja, denn 6? Also ich rauche nicht. Ich war mal so Gelegenheitsraucherin auf Partys, aber mittlerweile auch nicht mehr. Kandidatin 7. Also ich rauche Zigaretten, ich will aber versuchen aufzuhören und dann nur noch E-Kippe und dann gar nicht mehr, außer vielleicht auf Festivals. Und du? Was rauchst du? Rate mal 1 bis 10. Ich mag die Krawatte nicht. Ich mag die Krawatte nicht. Okay, hier sieht man das Hemd noch durch. Hier, also da, der hier ist zu lang. Ich würde den fast eine 4 geben. Ich mag ihn nicht so sehr. Also kommt auf die Person an. In der Person steht, sieht relativ gut aus, aber ich würde den trotzdem eine 4 geben nur. Hast du und wenn ja was? Also ich rauche eigentlich in der Regel nicht. Aber wenn dann vielleicht die Atmosphäre passt und man vielleicht nachts um 4 vom Club nach Hause geht oder vorm Club im Raucherbereich. Hört mir auf Discord zu schreiben, so eine Scheiße! Ich bin so ein bekackter Streamer, es gibt keinen Streamer, der so schlecht ist wie ich. Oh Mann, oh. Dann vielleicht die ein oder andere Kippe. Shisha vielleicht. Keine Ahnung, eine Handvoll Mal im Jahr. Um nichts anderes. Ja, danke, Lextoy hat mir gerade geschrieben, schreib nicht auf Discord, ey. Danke, Lextoy. Nichts anderes? Nee. Okay. Also, vielleicht auch doch das ein oder andere Mal habe ich schon mal Gras getestet. In Amsterdam. Getestet, einfach mal so, um. Ja, um mal zu gucken, wie man so drauf reagiert. Aus, ne? Recherchezwecken. Genau. Recherchen, ja. Oder Chief Bob Andrews, ich glaube, er ist Fanboy. Basierend darauf musste jetzt einer. Das wäre meine wichtigste Frage. Hörst du 3 Fragezeichen und wenn ja, wer ist dein Liebling von denen? Ich akzeptiere auch alle Antworten, Bro. Also ein bisschen weird, wenn du Bob sagst, ein bisschen weird, Digga. Ist dein Ding. Aber Bro, wenn dann irgendwer den Code richtig kennt, Fragezeichen oder ich habe dir Ausrufezeichen, gehört ins Gefängnis. Auswählen. Okay, krass. Sei so OC, gute Frage. OC. So schnell hier? Ja, I know. Kandidatin 7 würde ich schon mal drin lassen, weil sie sich Gedanken gemacht mit dem, was man sie dabei hat. Ich glaube, die erste war nicht auch. Meinte sie, ist ein bisschen beeinflussend? Ja. Zweite hier hin oder wieder Gras und normal, glaube ich. Dritte, da war ich mir nicht mehr sicher. Raucht, ne? Ja. Vierte raucht. Ja, genau. Gras. Und was war bei 5 und 6? Party, oder? Beziehungsweise jetzt ja gerade gar nicht mehr. Ah, seit den 200 Tagen. Finde ich auch nicht verkehrt. Okay, du darfst noch eine Frage stellen, da musst du dich aber entscheiden. Kann ich den Joker ziehen? Jetzt schon. Mal was Neues? Der Joker. Dann wollen wir mal. Oh, shit. Was ist da drin? Nee, du weißt doch, was da drin ist! Ich was sehr Interessantes. Mhm. Ich glaube, es sind Fußballvereine. Ja, du bist ja voll der Fußballfan, ne? Ja, komm mal. Alter, die haben richtig recherchiert, Digga. Sagen? Ja, und die haben jetzt einfach ihre Lieblingsfußballvereine genannt. Du weißt nicht, zu wem die gehören. Aber okay, aber coole Idee, aber... Jungs, mal gucken, Jungs, ich sag euch, wie es ist. Ich werde die Hälfte der Vereine vom Namen erkennen, seid ihr ehrlich. Sie, darauf kannst du eine rauswählen. Ist halt auch schwierig. Es gibt ja so Fans, die sind Fan, weil wegen Erfolg, Fans wegen Herkunft, wegen Familie. Mhm. Und da gibt es natürlich auch so unterschiedliche Sachen. Gibt es für dich eine Red Flag? Das ist FC Bayern. Schwierig. Einer meiner besten Freundinnen ist so Lisa mit Schalke, ne? Also wäre jetzt auf jeden Fall kein No-Go, mit der sich zu unterhalten in dem Sinne. Doch, es geht nicht, Jungs. Das ist Fußballmentalität. Der ist von anderen Verein. Ich muss deine Mutter töten. Bist du für ein Fan? Dortmund. Das wäre tatsächlich das, was... Das ist das Gelbe, Jungs, ich bin schlau. Gefühlt eine Red Flag ist, man darf noch niemals mit dem Schalker reden, gefühlt. Mhm. Aber ich bin auch relativ chillig. Weil man also darf auch niemals... Was ist Fußball für ein Ding, Digga? Ach, jeder soll Fan sein von dem, worauf er Bock hat. Ja. Solange er den anderen nicht auf den Piss geht. Ich guck mal kurz. FC Bayern München. Hab ich erkannt. Mutig. Mhm. Dortmund, sympathisch. Erkannt. Würde ich direkt drin behalten. Pass auf, warte! Mainz 05? Mainz? Oh mein Gott! Verrückt? Krass, dass verrückt, die Digga. Kennst. Na, ich bin tatsächlich FIFA-Streamer und ja. Digga, krass, du kennst ja das an. Den einen oder anderen Spieler habe ich schon gezogen vom Verein. Die Chemie zwischen ist irgendwie nicht. Düsseldorf? Fortuna, Digga. Interessant. VfB Stuttgart. Das hätte ich sogar gewusst, dass das Stuttgart ist, Jungs. Ich bin so Stuttgart? Digga, ich bin so intelligent, merkst du das? Ja. Köln, muss ich sagen, finde ich sogar sympathisch. Kann er mal erst zeigen und dann sagen, Borussia Dortmund, nee, das ist das Gelbe. Gladbach, Bergisch Gladbach, ist das ein, ich weiß nicht, gibt's das? Gladbach. Okay, wenn ich anhand der Vereine, Köln, muss ich sagen, finde ich sogar sympathisch und Gladbach. Okay, wenn ich anhand der Vereine... Seht ihr, wie scheiße intelligent ich bin, ich habe ein bisschen was, Alter, ich bin quasi der Neugeborene. Eine irgendein Verein aus... sortieren müsste, dann wäre es, glaube ich, tatsächlich
Bayern. Warum? Soweit ich weiß, sind wir gerade in NRW und Bayern ist ein bisschen weiter weg von hier. Aber Bayern wäre tatsächlich eher so eine Erfolgssache, glaube ich. Und das beschreibt ein bisschen den Charakter, finde ich. Also findest du das eigentlich schon richtig hilfreich? Ja, ich war auch mal FC Bayern-Fan und ich war Erfolgsfan. Dann ist mir aufgefallen, dass ich Fußball total langweilig finde. Also wenn ich richtig liege, es kann ja sein, dass die Dame auch aus Bayern kommt. Ja. Und dann automatisch. Aber wenn das zutrifft, dann würde ich sagen, ist das meine Wahl hier. Okay, dann, wer von euch war der Bayern-Fan? Ich. Dann kannst du jetzt hervorkommen. Oh, wir geben Ober. Mist. Hi, schön, dass ja, okay, du die Hose ist so deutlich besser, die ist trotzdem viel schöner. Das ist eine gute. Für meine, you know, also, ach, Digga, scheiße. Das war jetzt relativ oberflächlich, ne? Ja, vielleicht. Oh, ich komme aus München und ich habe keine Ahnung von Fußball, aber FC Bayern haben wir dann früher halt ab und zu mal geguckt, deswegen dachte ich mir, ja. Fuck. Mann. Aber danke, dass verdammte Axt, so ein Mist, aber Sapperlot, was denn nun? Du da warst. Ja. Gerne. Okay. Tschüss, ciao. Wie Matti ist der mit dem Pony? Was ist das, Jungs? Was ist das? Was soll das? Ist der mit dem Pony? Seht ihr keinen mit Pony? Ich würde alles geben, um der mit dem Pony zu sein. Oh. Und, bereust du deine Auswahl? Tatsächlich. Okay, nächste Runde. 3, 2, 1. Arsch! Also, wenn ich Arsch sage, meine ich nicht Arsch, sondern... Ach, ihr wisst, was ich meine. Arsch! Cool. Ja, vielleicht. Vielleicht. Das hier finde ich auf jeden Fall Arsch. Das finde ich cool, bei den Rest, ja. Oha, du hattest recht mit dem Baseballschläger. Das ist ein Baseballschläger. Und auch ein cooles Outfit. Ja, muss man schon sagen. Also, das macht mir auch ein bisschen Angst, Digga. Die mit dem Baseballschläger, die machen mir ein bisschen Angst. Also ich hatte das Gefühl, die kommt und sagt, du setzt dich jetzt hier, also ihr wisst schon, wie ich meine, die ist die Dominante. Auch Nabelpiercing. Stehst du da drauf? Ja, finde ich gar nicht verkehrt. Findest du hot? Ich würde auch fast sagen, das ist der attraktivste Piercing, den es gibt. Stehst du generell so auf Schmuck? Schmuck, allgemein, ja. Ja? Finde ich vor allem bei Damen sehr attraktiv. Zeigt mal alle eure Hände. Digga, die Hände cool. Zeig mal eure Hände. Ich habe keine Hände. Was mache ich jetzt? Haben alle Schmuck. Oh, wie hat sie? Sie hat die Hände so geil, Digga. Und zwar, ja, okay, sie hat Handstulpen. Welches Outfit findest du bis jetzt so? Okay, warum? Sie hat keinen Schmuck. Da mag ich den Ring nicht. Beim Rest sehe ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht. Okay, das mache ich auch nicht so. Coolsten. Ich würde vielleicht sogar echt mit Outfit 1. Outfit 1? Ja. Ah, du machst so Classy. Ja, oder Classy? Tatsächlich sogar 4. Und Nummer 6 in dem Fall jetzt. Okay. Aber 1, nur wegen des Baseballschlägers. Nein, sonst sieht es auch gut aus. Was? Krasse, Digga. Warum sind die so. Also die Hose ist auch viel zu lang, das verstehe ich nicht. So eine Frage. Wenn ihr von heute auf morgen 100.000 Euro in die Hand gedrückt bekommt und sie sofort ausgeben müsstet für Sachen, die keine Wertanlage sind, welche wären es? Kandidatin 1, wie würdest du 100.000 Euro für Quatsch ausgeben? Ich würde mir eventuell eine G-Klasse holen. Oh, ja. Tatsächlich mein Lieblingsorgen. Kandidatin Nummer 2, wie würdest du... Was würde ich machen? Man darf nicht investieren, man darf nichts Investment machen. Ich würde das so Investment treaten, weißt du? Ich meine, ich würde mir irgendwas Teures kaufen und dann sofort verkaufen. So riesen Räudiger und dann investieren, weißt du? Ich würde die Frage tricksen. 100.000 Euro für Quatsch ausgeben. Okay, darf man, glaube ich, nicht. Erste Gedanke. Hör mir mit den Sounds! Weißt du, ich bin so beschissen. Ich mach die beschissenste Stimme, die es gibt, Digga. Die Orgel hat gewonnen. Okay, das ist schön. Tatsächlich Konzerttickets. Das würde ich dann mit meinem Traum einer Weltreise in Verbindung setzen und einfach alle Festivals mitnehmen, die es geht. Geil. Kandidatin Nummer 3. Ich glaube, ich würde die Frage ein bisschen dribbeln, indem ich sage, ich gebe die 100.000 für Klamotten und Schmuck aus und dann würde ich Goldschmuck holen und wertvolle Taschen. Ah, verstehe, okay. Smart, smart, sie ist ein Gewinner-Mindset. Sie, Gewinner-Mindset, gerade so viel abgegangen, Digga. Also so sich einschmücken. Aber halt, Sachen, also eigentlich schon, dass es halt wertvoll bleibt und den Wert nicht verliert. Ja, aber wie würdest du so richtig für Quatsch aus? Also einfach für dein jetziges... 800 Liter Gönnergy. Du darfst es nie wieder verkaufen. Okay, wenn ich es nicht verkaufen darf oder so, dann würde ich irgendwas erleben mit den 100.000. Dann würde ich irgendwie auch so Festival gehen oder Urlaub, viel reisen, auch Freunde einladen zum Reisen. Was wäre dein Urlaubsziel? Ich würde gerne nach Asien, irgendwo nach da. Ich habe kein bestimmtes Land oder so, aber ich finde die asiatische Kultur ganz interessant. Kandidatin Nummer 4. Also Reisen wurde jetzt schon öfter genannt und so Festivals. Ich würde mich da an sich anschließen. Okay. Aber
zusätzlich würde ich sagen, dass ich vor allem sehr gut darin gehe. Digga, ich hab nicht mal geantwortet! Du schreibst schon leid, das ist bodenlos. Auszugeben und deswegen sehr viel wahrscheinlich für Videospiele und Merchandise. Ja. Oder Konsolen ausgeben will. Fortnite. Okay. Schön ehrlich. Ich will sofort der Battle Pass durchkaufen. Daten 4. Ja, also ich wollte eigentlich auch erst direkt sagen, dass ich sofort in irgendein Flugticket investieren würde. Aber wenn jetzt um so was Materielles geht, ich glaube, ich würde dick shoppen gehen und mir vielleicht ein neues Klavier kaufen. Kandidatin 6. Ich würde auf jeden Fall auch reisen gehen. Nach Thailand würde ich sehr gern. Und tatsächlich würde ich mir auch ein neues Auto holen, ein M4. Weil als ich hierher gefahren bin, hat schon die Mutterkontrollleuchte geleuchtet. Das wäre also auf jeden Fall angebracht, ein neues Auto zu holen. Wie würdest du 100.000 Euro ausgeben? Also ich bin jemand, der fährt nicht so auf materielle Dinge ab. Mhm. Weil ich finde das so eine Sache, da freut man sich einmal und dann hat man's. Mhm. Sondern ich würde es so für Erinnerungen ausgeben. Also einfach rumreisen. Das ist aber smart, ja. Viel erleben, eigentlich alles erleben. Also von Superboy einmal bis hin zum Coachella und WM-Finale. Also irgendwie alles einmal abklappern, dass man das alles gesehen hat. Ja. Weil Erinnerungen kann man einem nicht nehmen. Okay, basierend auf diesen Antworten. Ich denke, das ist nicht ganz richtig. Ich denke, das kann man machen, aber das wäre natürlich unmenschlich. Dann musst du jetzt eine rauswählen. Ich sage, wie es ist. Die da. Einfach wegen der Hose. Ich komplett vergesse, was sie geantwortet hat. Sie wollte feiern und so, aber der Hose. Das nicht mehr ganz genau erinnern. Hören die da schon eins, was hast du nochmal gesagt? Erstmal Haus am Meer. G-Klasse. Und G-Klasse. Stimmt. G-Klasse und Haus am Meer. Ah, und am Ende der Straße steht ein Haus am. Oh, oh. Sorry, das war ein Autounfall. Ein Autounfall zieht mein Gesicht. Kandidatin Nummer 5 nochmal kurz. Ich würde reisen gehen oder shoppen und ein Klavier kaufen. Dann würde ich tatsächlich 4 sagen. Dann Kandidatin Nummer 4. Hey, ich habe gesagt, ihr nehmt einen von den beiden, Digga. Randy, die 4. Das kann. Klavier ist hervorgekommen. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja, die sieht chill aus. Schöne Augen. Dankeschön. Ich hab's gesehen, sah cool aus. Schön. Damn. Ich würde auch shoppen gehen. Ja, Videospiele sind. Ja. Mein Ding. Das ist meine Art. Du musst so einen schlichen Händenstock jetzt geben. Zeit zu verbringen. Ich bin oft. Jetzt ärgere ich mich doch. Ja, ich bin. Hat sie das doch gesagt, Digga? Hä? Sehr oft, weil ich war halt schon sehr viel reisen. Das klingt jetzt richtig asozial. Ja. Ich war halt schon sehr viel reisen und deswegen verbringe ich halt oft so, meine Zeit lieber oft auch gerne alleine. Also Matti, wann impfst du dich gegen Covid? Jungs, ich bin 4-mal geimpft, hä? Social Battery. 4! Jetzt ja, genau, sagen, ja. Digga, Leute, die 4 so zeigen oder so, oder stell dir mal vor, jemand zeigt 4 so, Bro, kranke Schwein. Oder jemand zeigt 4 so, jemand zeigt 4 so, Digga, hä? Oder jemand zeigt 4, stell dir vor, jemand zeigt 4 so, Alter, kranke Scheiße. Ja, okay. Deswegen, der M4, ja, ja. Bin ich dann ganz gerne Videospiel spielen. Ja, kann ich nachvollziehen. Danke, dass du da warst. Ich hab nur 2, ja, weil du nicht an Corona glaubst. Tschüss. Ja. Ciao. Bereust du es, oder? Mhm. Dann nächste Runde. Hast du wieder eine Frage? Oh, Digga, die machen Jumpscare! Nächste Runde. Wie schaut eure Morgenroutine aus? Und meine Morgenroutine ist, jeden Morgen stehe ich auf und das war's. Wie lange brauchst du, um dich fertig zu machen? Oh, und sehr ist. Also jetzt so Frühstück erst sowas sehe ich, oder man steht auf, Bad und dann ab. 15 Minuten? Das sind eins. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Also bei mir ist es so, ich mache halt nachts, bevor ich schlafen gehe, schon eigentlich alles, was ich so, also mit Skincare, mit Cremes, dass ich halt morgens von der Skincare her nicht mehr viel machen muss. Aber halt natürlich Zähne putzen, dann so Feuchtigkeitscreme, Sonnenschutz, so musst du ja auch noch auftragen. Dann gehe ich meistens auch früh noch an den Make-up-Tisch und schmink mich erstmal ein bisschen. Das dauert so vielleicht so 20 Minuten. Und dann ein bisschen Haare machen. Auto draus suchen. Kandidatin 2. Ich bin ehrlich gesagt gar kein Morgenmensch. Ich bleib dann erstmal so eine halbe Stunde im Bett. Bro, weiß ich nicht, Lumix, FX, noch irgendwas, keine Ahnung, wie das heißt. Bett liegen, bevor ich irgendwas mache. Dann gehe ich mir meinen Kaffee machen, trinke den ganz entspannt. Dann geht's erstmal los und dann mach ich. Fühlt nicht und ich fühle auch nicht. Mich ready im Bad, aber bei mir kommt dann auch nicht so viel Make-up drauf. Ich bin dann eher der natürliche Mensch. Nase, langsam meine Nase. Dann geht's raus. Das ist cool, aber. Digga, wenn man stell dich vor, ihr wacht auf, Digga, und dann bleibt ihr im Bett liegen. Bro, und dann geht erstmal so eine ganz entspannte Runde Clash of Clans. Oh mein Gott, der Mauermagier. Wer bodenlos. Date Nummer 3. Ich habe eigentlich auch nicht so eine klassische Morgenroutine. Ich stehe auf, die Klassiker duschen, Zähne putzen und so werden gemacht. Dann brauche ich einen Kaffee. Und meinte, sie hat die Dusche mal von innen begutachtet. Nee, aber oh, sie so ein bisschen Morgenroutine finde ich irgendwie wichtig. War es eigentlich. Willst du Kaffee trinken? Und Kaffee, ey. Kaffee ist schon mal ein kleiner Minuspunkt. Wenn es kein großer, aber kleiner. Ich trinke eigentlich nur Espresso. Ganz nur Wasser.
komisch. Ich hasse den Geschmack, ich trinke es aber für den Effekt. Okay. Kandidatin 4, was ist deine Morgenroutine? Nach dem Aufstehen mache ich mir erstmal einen Tee. Ich bin zu dumm dafür, ist mir Lexol. Dann ins Bad, Zähne putzen und so weiter und dann dehne ich mich ein bisschen. Gewinner putzen vor dem Aufstehen, also vor dem Essen die Zähne und danach. Das sind die Gewinner. Ja. Aha. Wow. Koffein, okay, 60 bis 90 Minuten nach Aufstehen. Das könnte man so machen, aber man ist ein Verlierer, wenn man sich an sinnvolle Sachen hält. Nummer 5. Also es kommt drauf an, wenn ich jetzt noch Zeit habe, bin ich auf. Ich weiß nicht, wer das ist, Coffee Canary, aber Vadeals Morgenroutine klingt natürlich sehr toll an der Stelle. Ach, dann bin ich schon auf jeden Fall noch kurz am Handy, check Nachrichten, E-Mails und alles. Dann gehe ich ins Bad, putze meine Zähne, gehe auch immer duschen. Das ist, da habe ich ein bisschen so einen Tick. Ich muss duschen, bevor ich irgendwas anderes mache. Ich habe das Gefühl, das, was sie mit dem Baseballschläger vorhat, wird irgendwie cringe. Ich habe irgendwie Sorge, dass sie den kaputt schlagen will oder sowas. Ja, immer duschen. Da habe ich ein bisschen so einen Tick. Ich muss duschen, bevor ich irgendwas anderes mache. Ja, und dann je nachdem, wenn ich also ein Fall Pro mit 500k Earnings Wadel irgendwas geplant habe, dann schminke ich mich so 15, 20 Minuten. Ed Canary, meine Morgenroutine ist Pornhub. Digga, Kaffee, warum bin ich hier nur mit solchen Opfern im Chat, Digga? Und ich bin selber noch... Ja, und wenn nicht, dann bin ich nur einkaufen gehe oder so, dann schminke ich mich da noch nicht. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Also meine ist dann tatsächlich sehr durchgeplant. Okay. Und das mag man kaum glauben, weil ich so ein verpeilter Typ bin. Ja. Aber morgens, da raffe ich mich. Es fängt eigentlich direkt an. Keine Ahnung, 9.30 Uhr jeden Morgen. Erstmal einen halben Liter Wasser trinken. Dann kalt duschen, damit man wach ist. Und dann geht es eigentlich direkt an den Frühstückstisch mit einem Ingwer-Shot und dann fertig. Damn, frühstückst du morgens? Ja, schon. Also aber so, dass Skincare, der hat sehr saubere Haut. Halt erstmal eine starke Grundlage hast für den ganzen Tag. Ich finde auch, eine Morgenroutine sagt ein bisschen aus, wie der Mensch dahinter ist. Hm. Organisiert oder nicht organisiert. Hm. Bisschen, ne? Es gab zwei, die waren tatsächlich nicht so Morgenmenschen, beziehungsweise nicht so strukturiert. Ich glaube, ich würde da tatsächlich mit Nummer 2 gehen. Morgenmuffel und jemand, der komplett strukturiert Eisbaden gefühlt und sich einen Ingwer-Shot reinknallt und den ganzen Tag starten kann. Ja. Das sind so Gegenspieler, die, glaube ich, nicht so funktionieren können. Okay, dann Kandidatin Nummer 2. Du kannst jetzt davon. Das ist die Hose bodenlos, mal gucken. Hallo. Hallo. Okay, der Rest ist wesentlich besser, aber die Hose ist eigentlich so, kackt so hart rein, Bro. Die Hose kackt rein. Ja, ich freue mich auch. Schön, dich wiederzusehen. Digga, sie macht wirklich, sie hat die ganze im Kopf Reaction. Schön, dich wiederzusehen. Digga. Zu sehen. Wir kennen uns tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ja? Oh ja. Was war das für ein Event? Papa Platte. Papa Platte, das war vor 2 Monaten oder so, oder einem. Aha. Finde ich so. Digga, wie sie guckt, irgendwie, Bro. Schön, dass ihr die Chance hier hattet, dabei zu sein. Ja, mega. Sehr schön. Ach, süß. Naja, danke, dass aber du da warst. Aber hier sind alles noch wunderschöne Mädchen, also. Ja. Danke, dass du da warst. Gerne. Danke. Es musste jetzt irgendwie zu oft sein, dass dann danke, dass du da warst. Es musste jetzt irgendwie zu oft sagen an der Stelle. Dann nächste Runde. 3, 2, 1. Bada. Okay. Sage ich so, wer da ist mit den Versager. Die beiden raus, die beiden cool. Okay, Crybaby ist nicht cool, aber also die beiden sind, also sehe ich jetzt kein so 100%. Aber das hier, also die beiden sind im Vergleich Arsch. Also ich finde die und die ganz cool. Ach, ihr wisst, welche ich meine, die Außen. Ba-ba-bam. Welches Outfit findest du am coolsten? Ich habe immer noch Angst, was sie mit dem Baseballschläger machen will. Aber sie ist 1 und 4, ja. Na, meint ihr, sie will irgendwie so ein bisschen in eine Richtung bringen? Klar. Hast du eine Frage? 1 und 4 meinst du? 4, oder? Ja, du meinst 4. Ja, ich meine 4. Ja, klar, also... Frage. Und zwar, welchen Drink oder welchen Cocktail bestellt ihr in einer Bar am Freitagabend? Meint ihr, wenn ich jetzt Wasser sagen würde, wenn ich jetzt Mineralwasser still sagen würde, wäre das cool? 4 sieht ein bisschen dominant aus und ich weiß, dass du das schweinegeil findest. Als würde sie dich schlagen und das ist das, was ich schweinegeil finde. Hier ist das Sex on the Beach. Kandidatin 2. Espresso Martini. Kandidatin 3. Ein Aperol. Kandidatin 4. Ich trinke keine Cocktails, wenn dann Bier oder eine Weißweinschorle. Was trinkst du? Ich hatte einen Kotorbe, Bro. Wenn sie jetzt wirklich crispy clean ist, Mineralwasser, still gesagt hätte. Championships. Ja. Whisky Cola. Ah ja, true. Ich habe auf die Antwort gehofft. Okay, welche Antwort gefällt dir? Frage. Davon am besten. Letzte war schon ganz... Warum hat die Arsch einen Basketballschläger? Weil sie damit ihn auf ironische Weise dominieren und zusammenschlagen möchte.
Cool, so ein Bierchen oder eine Weißweinschorle. Aperol bin ich wirklich voll abgeneigt. Auf einmal sehe ich hier sogar mit dem Drahtesel, bin ich hingefahren bei dem schönen Wetter. Sehe ich alle irgendwie am... Nee, ist nicht so meins, also nicht, wenn sie so aussieht, als wäre sie dominant. Straßenrand auf dem Samstagmittag mit dem Aperol. Möchtest du eher so ein Uwu-Type-Shit? Cool. Letzten Sommer war das krass, glaube ich. Setz den Hoodie auf, stirb durch die Nacht. Letzten oder vorletzten Sommer. Ist das so ein bisschen im Hype? Ja, das war ein Hype. Was? Okay. Du darfst eine Frage noch stellen. Okay. Was war euer schönstes Urlaubsziel, beziehungsweise was wäre euer... Digga, die machen alle so ernst, Bro. Ich würde so reinkacken, Digga. Was ist euer Lieblingsgedicht? Traumurlaubsziel. Sagst du das? Oh, das ist eine Frage von mir. Was ist euer Lieblingsgedicht? Sagst du, wie es ist? Bisher schönster Urlaub war tatsächlich in Deutschland, in Hamburg. Aber hauptsächlich wäre ich da... So, die mich dann anschreit, weißt du? Das findest du, dass ich so dein Teil verstehe? Mit richtig coolen Leuten war und das einfach... Da war ich richtig glücklich, so. Halt! Aber hauptsächlich... Yeah. Bisher schönster Urlaub war tatsächlich in Deutschland, in Hamburg. Aber hauptsächlich, weil ich da mit richtig coolen Leuten war und das einfach... Da war ich richtig glücklich, so. Und Traum ist so auf jeden Fall mal nach Thailand, so für einen Monat oder so. Oder auch länger, je nachdem. Ich glaube, sie möchte den König dort verführen. Sich das ergibt. Ram, noch was, der Zehnte? Kandidatin 3. Ich war letztes Jahr in Ecuador und auf den Galapagos-Inseln mit meiner besten Freundin und das war richtig toll. Das war mein bester Urlaub bisher und mein Traumziel ist, glaube ich, auch so Südostasien, da mal einfach backpacken gehen. Kandidatin 2. Ja, der beste Urlaub und auch weiterhin Traum. Ich hab's hier neben mir offen. Ich seh die ganze Zeit, dass du mir was auf das Ohr geschickt hast. Ziel ist natürlich Ballermann, ne? Oh, na! Also sag ich so, also die zwei kann so raus, Bro. Die kann so raus, Digga. Opening, Closing dabei, wichtig. Aber sonst die... Bro, Ballermann ist bodenlos. Also der schönste Urlaub war die Kreuzfahrt mit meinen Eltern. Kandidatin 1. Twitch, achso. Bei mir war der schönste Urlaub die Kanarischen Inseln, also Madeira, Fuerteventura, Teneriffa, sowas. Die Kanarischen Inseln, also Madeira, Fuerteventura... Alter, Digga, sie hat ungemeint, sie hat schon mal Lurky Girl getroffen. Teneriffa, sowas, das fand ich echt, also das war mega schön. Und mein Traumziel im Moment sind die Seychellen. Und deins? Ja, also ich bin, hätte jetzt irgendwer gesagt, in den Bergen, wäre das schon echt so eine Red Flag. Also ich finde halt Strand... Berge cool. Ja, zu schön, um in den Bergen zu chillen. Sag ich Berge cool. Ja. Ist entspannt, dann geht's erstmal los und dann mache ich mich ready im Bad, aber... Beziehungsweise, was wäre euer Traum? Und mein Traumziel im Moment sind die Seychellen. In den Bergen zu chillen. Und bisher schönster Urlaub waren tatsächlich die Kanarischen Inseln. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt aber eine raussuchen. Du hast ja auch einfach, bitte nimm die zwei Outfits, du hast ja auch die vorherigen Antworten schon. Ja, okay. Ich würde sagen, den Aperol. Okay. Würde ich tatsächlich rauswählen wollen. Ja, wir die zwei gewinnen. Bro, da bin ich so OC. Nein, ich schiebe jetzt Hass gegen. Ich schiebe jetzt ganz unbegründete Hasskampagne gegen die. Dann Kandidatin Nummer 3. Es wird noch ein Hassverbrechen geschehen. Vorkommen. Rhetorisches. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Schön, hier zu sein. Hi. Sorry. So richtig lässigen Handshake. Wieso gibt keiner so richtig lässigen Handshake? Aber der wird auch so richtig, man trifft sich auch nicht richtig, muss so nachfingern, so richtig. Ah. Alles Mensch. Gut. Ja. Alles gut. Ich mag auch Aperol. Mein Jungs, ja, die Brüder haben Ott geholt. Aperol ist doch besser. Aperol? Oder Limoncello. Kenn ich gar nicht. Kenn ich auch nicht. Nee. Was denkst du? Netter Typ? Ja, netter Typ, aber kein Geschmack in Aperol leider. Naja. Das war ein No-Go für kein dich. Problem. Nein, eigentlich auch kein nicht. Thema gewesen. Wäre ja auch kein Problem gewesen, hier einfach ein Aperol zu bestellen und mir ein Whisky Cola so vom Ding her. Ich muss es halt nicht finden. Aber. Meinst du, der Witz ist halt gut, dass es gezündet? Ja. Das hast du schon fein gemacht, Spinnenmann. Du kriegst einen Streichleinheit. Schade. Nee, ist ein No-Go in einer Beziehung. Nee. Wenn man nicht das gleiche trinkt, raus. Dann sofort raus. Schaus. Okay, dann nicht übersteuert, bitte. Danke, dass du da ja. warst. Tschüss. Ciao. Okay, hast du... Die Jungs, ist doch nicht so schwer, Tola zu kleiden. Bitte, ist doch nicht so schwer. Eine Frage. Ich würde mal... Darf ich eine Zwischenfrage machen? Nein. Ja, mach. Warum hast du einen Baseballschläger dabei, Kandidatin 3? Liegt der eigentlich auf der Hand, damit du dann an mich denkst, wenn du das nächste Mal ausrastest im Stream? Oh, smart. Ich hab Angst, dass er was Kühnes damit macht. Ich dachte, sie will mich damit nach dem Dreh noch massieren. Eine Frage. Okay, wo okay, sieht... Hier kam jetzt kein Feedback. ...ihr euch in 5 Jahren? Kandidatin 1? Digga, wir haben die so langweilige Fragen, Bro. Machen die das serious, Digga? 5 Jahren. 2 bester Fit, die Canary, so ein Versager, sage ich. Ich sag 2, 1 und 3, wobei ich fast die 3 am coolsten finde.
5 Jahren will ich auf jeden Fall. Krasser Spruch, aber sie hat nicht reagiert, Digga. Aber wo seht ihr euch in 5 Jahren, Digga? Arsch, Arsch, Arsch. Arsch. Ja, okay, okay, du hast recht. 1 ist 0 auf 15. Ja, okay, da hast du recht. Ich find's trotzdem besser als 2, aber 1 ist 3 ist schon das Coolste. Auf jeden Fall schon. Wir haben es fast geschafft, wenn ich es was ich bald anfange, ich habe es noch nicht angefangen. Im Bereich Management. Und wo seht ihr euch in 5 Jahren? Hoffentlich im Grab. Und, ja, die sind jetzt alle nicht der Arme. Das Arme ist das Coolste, aber von den 3, die ich hier sehe, finde ich sie am coolsten. Dann sie. Machen wir weiter. Versuchen wir, ein eigenes Business aufzubauen. Business. Oder in einer bekannten Firma anfangen zu arbeiten, dass ich halt irgendwie. Mir selber was aufbauen kann, dass ich nicht abhängig von zum Beispiel meinem Partner oder so in der Zukunft bin. Kandidatin Nummer 2. Ich wusste nicht, dass wir ein Bewerbungsgespräch machen oder so, aber Alter, der hat richtig gezündet. Bewerbung! Ah! Ja, ich finde die Frage sehr schwer, weil ich bin eigentlich momentan ganz zufrieden mit meinem Job, wo ich im Leben stehe. Und was hast du für einen Job? Wissen wir das? Sich das in 5 Jahren nicht verschlechtert, bin ich nach wie vor zufrieden, wenn es sich Fortnite Pro-Player? Besser, umso besser. Was machst du denn gerade? Sachen im Internet. Auf einer Dirty-Plattform? Nee, tatsächlich nicht. Auch. Was war das denn? Sachen im Internet? Auf einer Dirty-Plattform? Was war das? Was war das gerade? Irgendwie war das. Streamer oder kennt so? Kennt man 2 nicht? Ich hab jetzt. Warte mal, wenn man die kennt, ich hab nicht 2. Bitte sei nicht gemeint zu mir, Jungs. Ich finde das doch nur. Ein Creator, ja. In Köln? Ich wohne in Köln. Oh, mal gucken, ob ich sie kenne. Okay, dann. Wer ist es? Wer ist es denn? Weiß es nicht. Bangladesch. Das ist der, den zwei rockt? Echt? Das ist der von Hanno Blatt. Okay, dann wesentlich cooler, damit wesentlich cooler. Sieht ja auch keine Haare. Nee. Das habe ich auch extra. Okay, das macht sie wesentlich cooler. Dann würde ich sie sogar edgy davon. Dann kommt sie auf Platz 2, sie auf 1 und sie auf 3. Das haben die nicht erkannt. Gemacht, weil dann wäre es einfacher gewesen. Oh shit, das ist Boucher. Boucher? Endlich. Bushido! Ja, okay. Oha, wie schnell du auf Boucher gekommen bist mit Haaren. Ja, weil. Okay, dann kann ich die ja jetzt runter machen. Ist das nicht? War das nicht? Das ist doch Hand of Blood. Ist doch, also das. Ja, das ist nicht das, die jetzt. Ja, das ist mein. Das ist kein Merch, das ist Mode. Bro, ist Hand of Blood Merch, Schnauze. Ich sehe da Hand of Blood, das ist Hand of Blood. Ich sehe da Mijena, das ist Mijena, Digga. Ich sehe da Sturzig, das ist Sturzig. Ich weiß ja nicht, so ausgesprochen wird, aber ich finde das witzig, so auszusprechen. Scheiß Hater. Ja, weil ich habe die extra nur hochgemacht. Kann ich nicht deswegen auch einfach nach vorne. Oh mein Gott, warte mal. Oh nein, warte mal. Ist das die so TikTok-Clips gefaked hat? Ist das die? Die so ganz goofy TikTok-Clips gemacht hat? Kannst du mich nicht rauswählen jetzt? Reicht doch jetzt. Corrupt die Blood oder so ein Scheiß. ja. Warte, ich weiß sogar, wie sie aussieht. Auch gerne die letzte. Das Einzige, was ich glaube, ich von ihr weiß, dass sie goofy TikTok-Clips gefaked hat, irgendwie. Aber vielleicht wechselt sie auch mit anderen Leuten, aber naja. Wort hören. Kandidatin 3. Ich sehe mich auf jeden Fall erfolgreich in dem, was ich gerade anfange zu tun. Und auch, dass ich dann mit meinem Hund zusammen wohnen kann. Der wohnt jetzt noch bei meinen Eltern und am besten noch mit meinem Traumpartner zusammen. Und was machst du gerade? Auch Content Creation. Kennen wir dich auch? Glaub nicht. Nicht noch eine, die ich kenne. Dann steckt noch in den Kinderschuhen. Basierend darauf musst du jetzt eine raushellen. Das könnte man auch als eine ganz, ganz bodenlose Metapher nehmen. Ich stecke noch in den Kinder. Ich mache jetzt weiter. Zu Bouger noch weiter kennenlernen. Ich muss sagen, Bougers Antwort war echt gut. Bouger auch einfach Traumfrau. Also wenn ich jetzt nur anhand der Antworten jemanden auswählen müsste, wäre es vielleicht das Letzte tatsächlich. Hm. Oder die Letzte in dem Sinne. Nee, ist also auch das letzte Charakter, den ich gesehen. Vorschläger. Aber ich würde tatsächlich Bouger rauswählen. Okay, Bouger, komm her. Ja, weiß ich jetzt nicht. Reicht jetzt. Ich kenne sie tatsächlich. Ich kenne sie tatsächlich. Na, noch nie gesehen. Keine Ahnung, ob das die von den TikTok-Clips ist. Aber ich habe das Gesicht schon mal gesehen. Nennt mich der Instagram-Gott. Hallo. Social Media. Ich hab dich gar nicht erkannt. Ey, ich hab die Haare extra hochgemacht. Was hast du? Ja, Haare und Haare extra Stimme. Das ist ein richtig chilligen Handshake. Verändert oder so. Die Hose irgendwie Arsch. Nee, eigentlich nicht. Ich mag schon Lederhosen nicht. Ich bin so der Anzughosen-Type. Vielleicht also, hört sich auch anders an. Den Arsch will jetzt nicht, aber es ist so geil. Also boah. Wir sind schon alle sehr überrascht. Das ist. Was bist du eigentlich für ein schlechter Freund? Keine Ahnung. Ich stehe hier rundenlang und dann. Ja, ich weiß. Wir haben schon so viel Zeit zusammen verbracht und ich erkenne deine Stimme nicht. Boah, 2 Jahre? Echt? Ja. 2,5. 3 jetzt. 3. Schon, ja. Crazy. Ja. Verrückt. Damn. Ich bin froh, so wenig Ahnung von der Szene. Oh nein, die Szene ist so böse. Oh, die Szene sind alle korrupt. Die Szene sind alle Lucky Girl. Wer waren da vorne nochmal? An dieser Diente. Was? Oh, ist sie da? Ich weiß nicht, also wegen des Datings ja nicht. Probably einfach
Unterhaltungswert oder Crowd mitnehmen, was ja völlig fein ist. Nee, nicht. Nein, nicht. Meine Augen tränen, aber ich bin traurig, weil ich gehen musste, deswegen weine ich natürlich nicht. Okay. Hol mir nach. Danke, dass okay. du da Danke, meinst. Dass ich mitmachen durfte. Ciao. Du darfst nicht nochmal mitmachen. Finale. Wichtige Frage, die dir wichtig ist. Wenn ihr ein Tor schießen würdet, oh, Bro! In der 90. Minute, wie würdet ihr jubeln? Kandidat Nummer 1. Jubel! Überlegen wir uns mal eine sehr gute Frage. Was ist euer Lieblingsgedicht? Spielt ihr Minecraft? Der hört sich langsam auf. Jubeln! Also, wann hat der Erste Weltkrieg begonnen? Ich will den Tag wissen. Meine kommt gut. Das ist echt eine schwierige Frage, weil Fortnite ich selbst. Fortnite Ich weiß nicht, wie ich darauf zu reagieren habe. Ich glaube, ich hätte jetzt den Bildungsauftrag zu sagen, das ist nicht okay, aber ich bin emotional nicht reif genug dafür, das zu erklären. Aber kein Fußballspiele. Aber da ich halt, also ich kenne nicht wirklich viele Torjubel und aus Reflex würde ich wahrscheinlich wie Cristiano Ronaldo Sü oder so, ich weiß nicht. Zeig mal. Mach mal nach. Nein. Sü, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich kenne den Mann nicht. Ich kenne und weiß nur, dass das ein Meme war. Doch, du bist nach. Einmal kurz nachmachen. Mach mal kurz, okay. Okay. Na richtig. Nicht schlecht. Mit Confidence. Nicht. Sympathische nicht Antwort. Mach mal richtig mit Confidence. Muss er ja doch wann sympathisch. Confidence. So richtig. Das ist nicht peinlich. Sü. Sü. Ja, es ist natürlich, das ist jetzt sehr unangenehm, die Arme. Sü. So sieht das aus. Kandidatin 2, wie würdest du jubeln? Also ich nehme den Klassiker. Jubel. Alter. Also ich kenne. Wie würdest du jubeln? Der kam, meinte der kam gut an vom Ding her. Also meinte der, den hat dir gefallen? Ähnlich wie Kandidatin Nummer 1, glaub. Mach mal richtig. Sü. Mach du mal. Diesen einen? Ja. Der war nicht verkehrt. Ich find's anhand der Jubel. Sabaki! Also Sabaki ist Mehrzahl. Bro, warum ist der so überlegt? Bro, Digga, der Typ kommt in die Hölle! Der wird eingesaugt! Schwierig. Ja. Fuck. Mögt ihr es eher zu dominieren oder dominiert zu werden? Also sie guckt in ihr Gesicht, sie weiß, geil, diese Frage kann ich am Intro benutzen, da war bis dato keinen dabei. Das ist so geil, dass er das jetzt fragt. Ich liebe es, wenn es spicy wird. Okay. Spicy. Kandidatin 1. Ich würde wirklich der größte Gooflotter sein, Jungs. Ich würde die beschissensten Kackfragen machen. Möchtest du dominiert werden oder dominiert? Also Jungs, meint ihr, wir haben eine Tendenz, was zweites Ding ist? Können wir da irgendwas antizipieren? Mir ist es eigentlich eine gute Mischung aus beidem. Ich will nicht nur als, also ich will jetzt niemanden schämen oder so. Ich will jetzt nicht nur als Sklavin dastehen, aber ich will als, nicht nur als Domina agieren. Deswegen ist eine gute Mischung aus beidem bei mir. Ja. Ja. Kandidatin Nummer 2. Dann muss ich mit ihr gehen. Ich finde auch so eine gute Mischung echt gut. Ist so tagesabhängig, würde ich sagen, wenn ich jetzt so ein richtig geiles Auto habe. Der findet das gut, die Antwort habe. Irgendwie was, vielleicht auch mit dem Basie. Dann ist es eher dominant, aber ich werde auch schon gern dominiert, je nachdem. Soll ja ein bisschen abwechslungsreich sein. Und du? Ich bin jemand, der ist sehr anpassungsfähig. Also wäre richtig. Digga, der keine sinnvolle Antwort geben. Ja, du, nee, keine Ahnung, beides. Ja, nee, keine Ahnung, beides. Ach, du, weißt du, ich hab auch beides. Hey, Jungs, danke, jetzt weiß ich Bescheid. Dieser Frage. Das ist ja echt. Portugal spielt heute, cool. Keine Ahnung. Eine darfst du noch. Noch eine? Mhm. Kandidatin Nummer 1, bist du eher intro oder extrovertiert? Das ist auch genau so eine Frage gerade eben. Ich bin eine Mischung aus beidem. Ich bin halt in einem Umfeld, was ich jetzt noch nicht so gut kenne und was ich jetzt auch nicht so gut einschätzen kann, bin ich eher introvertiert. Aber alle Verbrecher, allesamt hier, wollen denen nur Böses. Wenn ich jetzt auf Leute treffe, die ich mag, wo ich mich wohlfühle, auch wenn ich jetzt zum Beispiel... Denkt ihr, es gibt Leute, die mich mögen? Ich glaube nicht. Neue Leute treffe, bei denen ich mich direkt wohlfühle, bin ich halt eher extrovertiert, weil ich dann auch natürlich Spaß haben möchte. Wie mag die Begriffe extro und introvertiert? Ich mag die nicht. Nummer 2. Also bei mir ist es auch so, dass ich, wenn ich allein... Sie reden irgendwie ein bisschen nasal, oder? Also... Wenn da lade ich auf jeden Fall meine Batterie auf. Ja, so, ich merke das halt auch, wenn ich dann zu lang draußen bin, dann, ich muss dann nach Hause und einfach ein bisschen allein sein. Ich muss noch eine Frage stellen. Okay. Messi oder Ronaldo? Fangen wir von 2 an. Ich sag's so, wie es ist, ich weiß nichts über Messi. Ich weiß, dass Ronaldo das Meme-Game gewonnen hat, deswegen sage ich Ronaldo. Nummer 2, Messi oder Ronaldo? Messi. Ich muss ja sowieso jetzt das Gegenteil sagen, sonst macht's ja keinen Sinn, also Ronaldo. Gibt's keinen Sinn, sorry. Oder warte mal, andere Frage, wer ist der bessere Fußballer? Also wirklich fußballerisch. Vielleicht. Also wirklich fußballerisch. Vielleicht. Messi. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Oh mein Gott, das ist ja wirklich... Seid ihr Zwillinge? Ich habe meinen Vater nie kennengelernt, das kann durchaus sein. Okay.
Es unterscheidet sich nicht so okay, krass. Okay, Kandidatin Nummer 1. Sag, mach oder tu irgendwas, um Noah zu überzeugen von dir. Digga, hä? Die hast eigentlich einfach nur Zeit, Alter. Also ich würde dafür gerne wissen, wo du wohnst. Also ich weiß halt nicht, woher du kommst. Antwort, woher du kommst. Dortmund. Ich würde halt zum Beispiel sagen, dass wenn man sich weiter kennenlernt, dass man, dass die Entfernung egal ist, weil ich bereit Jungs, bin. Meint ihr, es wäre jetzt guter Riss, jetzt die Bürgschaft aufzusagen? Oder wäre das Minus Riss? Und flexibel. Wie viel Aura kriege ich da Minus, was meint ihr? Und zum Beispiel dahin zu fahren, obwohl ich aus Berlin komme. Kandidatin 2, wie würdest du Noah überzeugen? Also mich interessiert Fußball nicht krass, aber ich würde auf jeden Fall mit ihr ins Stadion gehen und ein paar Bierchen kippen auch, bisschen Spaß haben. Das sind zwei unterschiedliche Antworten. Welche gefällt dir besser? Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Ich müsste eine Münze werfen. Okay, dann oder wer am längsten auf einem Bein stehen kann. Nein. Geh da jetzt hin. Geh da mal hin und nimm mal beide Hände. Die hat auch keinen Bock, die will auch nur einen Feierabend. Okay. Und die linke und mit der rechten dann die rechte. Mhm. Der zudrückende Boss ist jetzt wichtig. Ja, und zittrig. Ja, ich fühl einfach mal. Ich fühle den Baseballschläger, glaube ich. Muss ich gestehen. Ich würde tatsächlich den Baseballschläger nehmen. Oh, und du willst ihre Hand gar nicht mehr loslassen. Nee. Das bleibt jetzt so? Ja, ich glaube schon. Okay, dann begrüße ich Kandidatin Nummer 1 einfach allein hier vorne. Dann bleibe ich hier so stehen, oder? Ja, hallo. Hallo, gut. Schön, dass du da bist. Okay, muss ich ihn verabschieden. Auch. Bis gleich. Bis gleich. Hi. Ach Mensch. Hallo. Oh, wow. Ey. Okay, muss ich ihn verabschieden. Auch. Bis gleich. Bis gleich. Hi. Meint es käme gut, wenn ich antworten würde mit wo? Warum habe ich wohl keine Freundin, Jungs? Kann ich halt mir nicht erklären, Digga. Ach also Mensch. Keine blöde Lachen. Ich könnte nach Hause gehen dann. Hallo. Oh, wow. Hi. So was Blödes. So was Blödes, verdammte Axt. Mist. Ja, verdammte Axt. Oh, Bösewicht. Also, siehst du wirklich toll aus. Dankeschön. Ja. Stell dir vor, du siehst ja richtig scheiße aus. Sorry. Ja, auch. Oh. Schöne Wimpern. Danke. Du hast toll. Wimpern, das ist beeindruckend. Ja. Aber man komplimentiert einfach so für so völlig random Dinge. Moment mal, Digga, du hast eine Nase. Einfach so generell so. Nee, du hast einen Wimpern, das ist schön. Du hast Augenbrauen, nicht schlecht. Was denkst du? Du siehst auch gut aus, deine Lederjacke. Du bist extra von Berlin nach Dortmund gefahren. Ja. Ich aber auch dich nach Berlin. Ja, du findest gerade ein bisschen kacke, ne? Sieht schon, ja, schon gut aus. Ja, ich ärgere mich schon. Ja, der. Alter, Digga, die Arme, die jetzt davor steht. Schon mal ein Typ. Danke, dass du da warst. Ja, ja. Ich habe mich auch gefreut. Hat einfach da hingehen. Handshake. Tschüss. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Sieht gut aus. Ich bin eine spannende Kiste, sag ich so, wie es ist. Ey, komm mal auf den Tisch, dreh mal Maria ab, wa? Ja. Damn. Okay, dann die Gewinnerin. Du kannst jetzt hervorkommen. Oh, geh doch so cool da runter, Bro. Das wäre so fresh, wenn sie jetzt hier den Kopf dunkel gemacht hätte. Hallo. Schön, dass du da bist. Schicker Baseballschläger und du siehst auch super aus. Nehmen wir. Schicker Baseballschläger und du siehst auch super aus. Baseballschläger. Danke. Halt ihn in Ehren. Viel Spaß damit, dein Setup zu zerstören. Ja. Krass. Was denn? Krass. Den Baseballschläger? Baseballschläger wirkt er wie eine Wucht, der Mann. Ja. Hast du Angst vor mir oder vor dem Baseballschläger? Ja, weiß ich auch nicht. Ich fuchtel da mal nicht so mit rum. War schön. Ja, ich hatte aber Glück, dass ich nicht angehalten wurde damit. Ihr hättet schon eine Anzeige bekommen. Stimmt. Na, Daniel 2. Stimmt, das ist ja illegal. Hey, also, geht in wenn man nicht dann beweisen kann, dass da noch anderes Zeug drin ist. Zeug aus den Siedeln. Boah, pass mit dem Baseballschläger auf. Wohin gehen wir? Ja, ist doch gut. Bis hierhin und nicht weiter, ne? Richtig gut gemacht. Digga, bis hier und nicht weiter, der dachte, die Kamera läuft nicht mehr. Der Bro dachte, die Kamera läuft nicht mehr. Sei so die zwei war eigentlich ein epischer Sieg. War ein enjoyable Video. Ich habe Emotionen verspüren können in meinem kargen, traurigen Leben. Das ist eine Seltenheit.